Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weltspezial mit dem Titel Sabotagespekulation um DHL-Absturz. Herzlich willkommen. Die Überlebenden am Boden berichten von einem grellen Blitz. Danach war alles rot und voller Funken. In den frühen Morgenstunden ist in Litauen ein DHL-Frachtflugzeug abgestürzt. Die Maschine stürzte in der Nähe des Flughafens von Vilnius in ein Wohngebiet. Der Pilot kam dabei ums Leben. Drei weitere Personen an Bord kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus, darunter ein Deutscher. Der litauische Verteidigungsminister geht zurzeit nicht von einem Terrorakt aus. Endgültige Ermittlungsergebnisse zur Absturzursache stehen jedoch wahrscheinlich erst nach einer Woche fest. Sandra Sattmann berichtet. Die Unglücksstelle weit abgeriegelt von der litauischen Polizei. Immer wieder finden sich Stücke der Flugzeugwand und andere Teile des DHL-Frachters verstreut in dem waldigen Gebiet. Diese Überwachungsbilder decken sich in etwa mit dem, was bis jetzt als gesichert gilt. Etwa 1,5 Kilometer in der Einflugschneise vor Vilnius habe der Pilot am frühen Morgen eine Notlandung einleiten müssen. Verfehlt nur knapp ein Wohnhaus, die dortigen Bewohner bleiben unverletzt. Flammen schlagen in den Himmel. Ich sah plötzlich rotes, grelles Licht in meinem Raum, bin ans Fenster gerannt und dann hörte ich irgendetwas explodieren und ich sah einen Feuerball, weitere Blitze und schwarzen Rauch. In der Maschine zwei Piloten und zwei DHL-Mitarbeiter, zwei Spanier, ein Deutscher und ein Litauer, auf ihrem Flug vom DHL-Logistikzentrum Leipzig in die litauische Hauptstadt. Einer der vier Insassen der Boeing starb, drei wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. War es technisches oder menschliches Versagen? Ein Ermittlungsstrang könnte auch in Richtung Sabotage gehen. Das ist eine der Versionen, die bei den Ermittlungen überprüft werden müssen. Und da wartet eine lange Arbeit auf uns. Voraussichtlich werden die Inspektion des Unfallortes und die Sammlung von Beweisen eine Woche dauern. Ende August schicken deutsche Sicherheitsbehörden Warnungen an Frachtdienstleister. Es gäbe unkonventionelle Brandsätze von Unbekannten, die sich in Paketen befinden könnten. Hintergrund: Im DHL-Frachtzentrum in Leipzig bricht im Juli ein Feuer aus. Ein aus dem Baltikum verschicktes Paket enthielt offenbar einen Brandsatz. Damals wie heute lag der Verdacht russischer Sabotage nicht fern. Vielleicht war das ein sehr kleiner Sprengsatz, weil einige Besatzungsmitglieder haben überlebt. Nach Berichten ist nur ein Besatzungsmitglied umgekommen. Da werden die anderen natürlich befragt. Es gibt ja Cockpit-Feuermelder, es gibt Frachtraum-Feuermelder. Man kann es relativ schnell herausfinden. Informationen erwarten sich die Ermittler von den Gesprächen mit den verletzten Insassen sowie nach Auswertung der Blackboxes. Wir reden über den Absturz und die möglichen Konsequenzen für die kritische Infrastruktur in Deutschland mit Daniel Koop, zugeschaltet aus Vilnius, und Lutz Stordel, er steht in Leipzig. Daniel, zunächst zu dir. Wie muss man sich das Ganze jetzt vorstellen? Welche weiteren Informationen hast du denn aus Vilnius bekommen? Ganz genau. Wir stehen ja nur wenige hundert Meter von dem Ort, wo die Maschine dann heute am frühen Morgen auch abgestürzt ist. Ganz kurz zur Orientierung. Wir konnten das eben auch aus dem Flugzeug beobachten. Das ist wirklich nur, ich würde mal schätzen, ungefähr 1 Kilometer von der Landebahn entfernt. Und wir haben das hier eben auch mitbekommen. Andere Flugzeuge sind hier auch gelandet. Also das ist hier wirklich die direkte Einflugschneise. Und die große Frage, die man sich natürlich hier in Vilnius stellt, wie konnte das Ganze passieren? Es gibt da sehr viele Spekulationen, auch in den sozialen Medien, ob es sich da vielleicht wirklich um eine Sabotage gehandelt haben könnte. Man geht aber, das hören wir auf jeden Fall hier momentan von litauischer Seite, vor allem davon aus, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Pilotenfehler oder um ein technisches Problem gehandelt hat. Ich konnte das Ganze in der Vergangenheit schon häufiger beobachten. Das ist ja wirklich die kritische Phase dann kurz vor der Landung. Man muss sich das so vorstellen, auch dieser Flughafen ist mit einem sogenannten ILS-System ausgerüstet. Das ist ein ja automatisches System, mit dem dann ja das Flugzeug dann auch kommunizieren kann. Es handelt sich bei der Maschine um eine Boeing 737, 30 Jahre schon in Betrieb. 30 Jahre muss aber nichts heißen für ein Flugzeug, wenn es gut gewartet ist. Ich gehe aus dem Bild mal ganz kurz heraus, um euch
euch zu zeigen, wo wir uns jetzt hier wirklich auch befinden. Also das Ganze ist hier auch weiträumig abgesperrt worden von der Polizei. Man muss sich das ja so vorstellen, dass das Flugzeug ja auf den Boden aufgeprallt ist, dann noch einige hundert Meter ja quasi weiter geschlittert ist und dann ja kurz vor einem Wohnhaus dann zum Stehen gekommen ist. 12 Anwohner haben sich in diesem Haus befunden. Es ist fast ein Wunder, dass von diesen Anwohnern niemand verletzt wurde oder niemand ums Leben gekommen ist. Bei der Person, die verstorben ist, da soll es sich wohl um den Co-Piloten handeln. Es handelt sich da um eine Maschine von DHL aus Leipzig gestartet, aber betrieben von einer spanischen Frachtfirma, war quasi im Auftrag von DHL unterwegs. Wie wir auch hören, werden heute auch Spezialisten vom Luftfahrtbundesamt hier erwartet an der Unglücksstelle. Die sollen hier am Abend ankommen. Es gibt da wohl einen sehr engen Austausch zwischen den Behörden und aber auch mit den Sicherheitsbehörden, weil man einfach zum jetzigen Zeitpunkt nichts ausschließen möchte. Daniel, vielen Dank für diese ersten Informationen aus Vilnius. Dankeschön. Und von Vilnius aus gehen wir weiter zu Lutz Stordl in Leipzig. Lutz, wie reagiert man denn in Leipzig, wo das Flugzeug ja gestartet ist? Was sagt DHL? Nun, DHL hat erstmal am frühen Morgen dann bestätigt, dass es zu diesem Absturz gekommen ist, hat auch bestätigt, dass es also keine Maschine aus der eigenen Flotte war. DHL hat ja selber knapp 300 Flugzeuge, sondern dass es sich hier eben um eine Chartermaschine gehandelt hatte, bei der dann erstmal auch festgestellt wurde über das Charterunternehmen, wer sind eigentlich die Mitglieder der Crew. Also das hat man dann relativ schnell geklärt. Ja, ansonsten natürlich Bestürzung, Beileidsbekundgebungen für den Verstorbenen. Und nun sagt man einfach, wir müssen abwarten, was die Ermittlungen ergeben. Wir wissen ja, das kann über eine Woche dauern. Das haben die Ermittler in Litauen, in Vilnius ja gesagt. Aber natürlich weckt es hier in Leipzig auch Erinnerungen an diesen Vorfall, den wir eben im Spätsommer hatten, als ein Paket aus dem Baltikum hier in Leipzig, was mit einem Sprengsatz versehen war, in Flammen aufging. Das war damals eine Geschichte, so hieß es im Nachhinein, die auch ganz anders hätte ausgehen können. Dieses Paket hätte eigentlich damals schon längst verladen sein sollen und schon wieder in der Luft mit dem Flugzeug. Aber es kam bei der Abfertigung zu Verspätungen. Und nur weil es zu diesen Verspätungen kam, war dieses Päckchen noch in einem Container, hat dort Feuer gefangen, ist also dort in die Luft gegangen. Und dadurch wurden größere Schäden vermieden. Das BKA hat gewarnt. Und nun muss man aber auch wirklich sagen, wir befinden uns hier an Europas größten Drehkreuz für Luftfracht. Wenn man dann die Frage stellt, wie kann man Sicherheit gewährleisten, dann muss man am Ende einfach auch sagen, eine hundertprozentige, das ist nicht zu machen. Wir müssen uns das wirklich überlegen. Es gibt hier in der Nacht 65.000 Sendungen, die verarbeitet werden. Das ist eine riesige Abfertigungshalle. Das sind 34 Kilometer Bänder, auf denen die Pakete hier durch das Abfertigungszentrum laufen. 70 bis 90 Starts jede Nacht, also die Flugzeuge, das geht hier immer erst so 22, 23 Uhr los, dann fliegen die in die ganze Welt. Und wie man da tatsächlich eine hundertprozentige Kontrolle über das Frachtgut bekommen will, das ist, glaube ich, nicht zu lösen. Also wie will man das machen? Man kann ja in einem Paket auch Metall und Ähnliches versenden. Das ist ja nicht ganz so, wie ich am Flughafen persönlich einchecke, wenn ich durch die Sicherheitskontrolle gehe. Also das ist ein eigentlich kaum zu lösendes Problem. Natürlich, man hat die Sicherheitsvorkehrungen dann im Sommer verschärft. Wie das genau aussieht, da lässt sich natürlich kein Unternehmen in die Karten schauen, weil dann könnte man sich das Ganze auch sparen, wenn man öffentlich erklären würde, wie man untersucht. Also, es ist erstmal große Betroffenheit hier da. Man muss jetzt abwarten, was kommt bei den Ermittlungen heraus. Das ist im Moment der Stand und dieses Ergebnis der Ermittlungen, das erwartet man jetzt bei DHL erstmal ab. Lutz, vielen Dank für die Informationen aus Leipzig. Dankeschön. Wir spannen den Bogen noch ein bisschen weiter. Unser Luftfahrtexperte Guido Schmidtke bei mir im Studio. Guido, du hast dich auch eben intensiv mit diesem Fall beschäftigt. Was weiß man und was weiß man nicht? Er muss natürlich zum derzeitigen Zeitpunkt vorsichtig sein. Spekulationen, möglich ist alles. Es kann also die unterschiedlichsten Gründe für diesen Absturz gehabt haben. Aber es gibt schon einige Indizien, Hinweise, die da vielleicht einen Schluss zulassen, warum es letztendlich dazu gekommen ist. Vielleicht erst mal ein bisschen etwas zu der Maschine, einer Boeing 737-400, die Ende der 60er Jahre in Betrieb genommen wurde von der Firma Boeing. Diese Maschine, der Swift Airline,
ist 1993 erstmalig in die Luft gegangen, 2015 umgebaut worden als Transportflugzeug. Jetzt kann man sagen, 31 Jahre, sehr, sehr alt. Da muss man aber sehen, die deutsche Luftwaffe zum Beispiel fliegt mit Kampfjets vom Typ Tornado, die sind schon 50 Jahre alt. Wenn so eine Maschine ordentlich gewartet wird, und da gibt es die unterschiedlichsten Intervalle bis hin zu einem D-Check, wo dann 30.000 bis 50.000 Arbeitsstunden investiert werden, um so eine Maschine praktisch einmal komplett auf links zu drehen und sie komplett zu überprüfen, um sie dann wieder in den Flugbetrieb übernehmen zu können, bedeuten 30 Jahre eigentlich keine eingeschränkte Flugsicherheit, sondern diese Maschinen und die Airlines müssen sehr, sehr strenge Auflagen erfüllen, um innereuropäisch und weltweit fliegen zu können. Und dass das ein Grund war, ist natürlich nicht auszuschließen. Technische Defekte oder technisches Versagen sorgt immer für Unfälle. Aber das Alter ist jetzt nicht entscheidend dafür, dass man sagen könnte, dass die Maschine unsicher war. Wir gucken uns vielleicht mal den Flugweg an und auch dann die Zeit kurz vor dem Unglück. Die Maschine kam ursprünglich aus Köln, hat dann in Leipzig zwischengelandet und dort Material aufgenommen, überwiegend Pakete, und hat dann die 950 Kilometer circa Richtung Vilnius in gut anderthalb Stunden Flugzeit überwunden. Und jetzt sehen wir den Anflug und den eigentlichen Absturz der Maschine. Und ganz interessant, ein Flugunfallportal hat praktisch Daten gefunden, die zeigen, dass die Maschine 25 Meter unterhalb des eigentlichen Flugweges sich befunden hat. Sie war zu schnell und der Sinkflug war auch zu hoch. Sinkflug ist praktisch die vertikale Geschwindigkeit, die eine Maschine zurücklegt, um dann langsam zu landen. Und bei dieser Entfernung, 1,5 Kilometer von der Landebahn entfernt, da ist keine große Höhe. Und da könnte man davon ausgehen, dass es möglicherweise ein kontrollierter Flug in das Gelände gewesen ist. Und die gefährlichsten Phasen in der Luftfahrt, in der Fliegerei, sind immer der Start und die Landung. Es gibt da die Plus-3 und die Minus-8-Regel, die sagt, die ersten 3 Minuten nach dem Start und die letzten 8 Minuten vor der Landung und dem Aufsetzen haben die höchste Unfallhäufigkeit. Und vor allem in der Landung, die meisten Unfälle, 50% geschehen in diesem Flugabschnitt. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, obwohl man natürlich grundsätzlich sagen muss, dass die Luftfahrt sehr sicher ist und solche Abstürze sehr, sehr selten passieren. Interessant ist auch noch, wenn man sich den Funkverkehr anhört, dann ist die Maschine praktisch von der Flugsicherung, die praktisch die Distanz in diesem Bereich von Leipzig in dem Luftraum kontrolliert, übergeben worden an den Tower, der dann den Landeendanflug praktisch dirigiert. Und bei dieser Übergabe hat die Cockpit-Crew sich nicht mehr gemeldet, hat also nicht mehr reagiert. Und dann hat man vom Tower aus, dass die Informationen, die wir haben, praktisch den Landeanflug trotzdem freigegeben und nicht abgebrochen. Und noch was Interessantes, wenn man sich den Flugfunkverkehr anhört, der Pilot hat bei der letzten Meldung praktisch die Kennung nicht richtig angegeben und musste sich korrigieren, was möglicherweise darauf hinweist, dass im Cockpit entweder die Arbeitsbelastung sehr hoch gewesen ist oder die Konzentration nicht mehr so hundertprozentig da gewesen ist. Wie gesagt, aber das Spekulationen oder Indizien, die möglicherweise darauf schließen, dass es wirklich ein kontrollierter Flug in das Gelände gewesen ist. Vielleicht gucken wir uns auch noch mal Leipzig an. Dieses große Verteilzentrum der DHL, des Logistikkonzerns am Flughafen Leipzig, halt das größte Verteilzentrum in Europa. 220 Länder und Regionen werden von dort angeflogen und Waren transportiert. Fast 24.000 Flüge pro Jahr, pro Tag 2.500 Tonnen Fracht und 7.000 Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind. Also ein riesengroßes Verteilzentrum des Logistikunternehmens. Und ja, natürlich gab es in diesem Jahr die Vorfälle dort in Leipzig, aber auch in Birmingham mit präparierten Paketen, die dann in Brand geraten sind. Und hundertprozentig ausschließen kann man natürlich auch einen Terroranschlag nicht. Aber meiner Ansicht nach, so die ersten Indizien deuten vermutlich darauf hin. Und das haben auch die Behörden in Vilnius bisher schon so
bekannt gegeben, dass es möglicherweise eher darauf hinausläuft, dass es ein technisches Versagen oder menschliches Versagen gewesen ist, was für diesen Absturz letztendlich verantwortlich gewesen ist. In ein paar Tagen werden wir es wahrscheinlich dann ganz genau wissen. Guido, vielen Dank für diesen Überblick. Dankeschön. Schon seit Jahren warnen die Sicherheitsbehörden vor einem hybriden Krieg, den Russland gegen den Westen führt. Seit Beginn des Ukraine-Krieges in der Ukraine werden die Warnungen jetzt konkreter. Die Sabotage an den Unterseekabeln in der Ostsee, die Manipulation von GPS-Daten im Baltikum oder der Brandanschlag auf das Rüstungsunternehmen Diehl. Die Bundesregierung hat dem Treiben bisher weitgehend machtlos zugesehen. Die Infrastruktur ist eben auch nur sehr schwer zu schützen. Abhilfe sollte das sogenannte Kritis-Dachgesetz schaffen. Doch Rot-Grün hat allein keine Mehrheit mehr im Bundestag. Juli dieses Jahr. Im DHL-Logistikzentrum am Flughafen Leipzig bricht ein Brand aus. Ein Paket, das aus dem Baltikum kam, hatte Feuer gefangen und einen Container entzündet. Nur durch einen Zufall war das Paket zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord einer Frachtmaschine. Die Geheimdienste warnten daraufhin, dahinter stecke eine Masche von russischen Diensten. Es sind Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Beim Absturz von Vilnius bleibt die Absturzursache noch unklar. Doch nach den jüngsten Warnungen aus Geheimdienst Kreisen geht es nun um eine schnelle Aufklärung. Hier ist eine infrastrukturelle Verbindung getroffen worden. Und die Infrastrukturen, die kritischen Infrastrukturen, sind ja das Ziel von Terroristen oder Saboteuren zum Beispiel. Und damit trifft man natürlich einen Staat ins Mark. Zuletzt hatten sich Attacken auf die kritische Infrastruktur gehäuft, darunter die Sabotage von Unterseekabeln in der Ostsee oder die mögliche Brandstiftung beim Rüstungsunternehmen Diehl in Berlin. Außerdem hatte es gerade im Baltikum häufiger Manipulationen von GPS-Daten, die auch von Flugzeugen genutzt werden, gegeben. Und Ende August werden Warnungen von deutschen Sicherheitsbehörden vor unkonventionellen Brandsätzen bekannt, die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden. Die Kritik, Deutschland habe den Schutz kritischer Infrastruktur vernachlässigt und sich angreifbar gemacht. Deswegen muss man genau hingucken, wie man hier die Verletzlichkeit unserer kritischen Infrastruktur, und da gehören eben solche Transportwege auch dazu, wie man die erhöhen kann. Schon länger plant Deutschland ein neues Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur. Noch steckt das sogenannte Kritis-Dachgesetz aber im Bundestag fest. Darüber wollen wir sprechen. Bei mir im Studio ist der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Er ist auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Schön, dass Sie heute hier sind. Guten Tag, Herr Simon. Danke. Ja, der litauische Geheimdienstchef will also einen Terrorakt nicht ausschließen, sagt aber, es sei noch zu früh für eindeutige Schlüsse. Haben Sie denn weiterführende Informationen möglicherweise? Nein, habe ich auch nicht. Der Flugschreiber wird in den nächsten 2 Tagen ausgewertet werden. Er ist geborgen. Und wir werden vielleicht am Donnerstag erste Auswertungsergebnisse haben. Deswegen sollten wir mit Spekulationen sehr vorsichtig sein. Aber es sind ja schon Handlungsmuster angedeutet worden. Genau, das ist der Anschlag im Juli auf das Logistikzentrum in Leipzig. Das war ja eben auch ein sehr spektakulärer Fall. Damals führten die Spuren dann schnell nach Russland. Was spricht denn dafür, dass die russische Regierung, der Kreml, grundsätzlich ein Interesse daran hat, hier Chaos zu stiften? Wir sollten sehr vorsichtig sein mit Spekulationen, aber Russland ist natürlich seit Monaten, im Grunde genommen seit dem Tiergartenmord 2019, auf deutschem Boden aktiv, aber auch der Brand einer Mall in Warschau wird Russland zugeschrieben, die Explosion eines Munitionswerkes in Tschechien war Russland. Und bei uns haben wir Drohnenüberflüge von russischen Schiffen über Kraftwerken. Wir haben die gezielte Tötung zweier ukrainischer Soldaten in Bayern, die zur Rekonvaleszenz waren durch einen Russen. Wir haben die Zerstörung 2 digitaler Bahnknotenpunkte, die quasi erhebliche Auswirkungen auf die Bahninfrastruktur hatten. Wir hatten Ausspähungen, die Russland zugeschrieben werden. Also das passt natürlich ins Muster. Es dient der Verunsicherung. Und da Sicherheit das Kernthema im Wahlkampf ist, hat das einen besonderen Einfluss. Jetzt ist die kritische Infrastruktur natürlich ein Wunderpunkt. Ist schwer zu schützen. Was müsste denn jetzt schnellstmöglich passieren, um da einen besseren Schutz zu erreichen? Angesichts von solchen vermutlichen Anschlägen sollten wir die Parteipolitik zurückstellen. Ich hielt es für sehr gut, wenn die Bundesregierung das Kritis-Dachgesetz früher vereint hätte. An dem Tag, wo die Koalition auseinanderbrach, war es im Kabinett. Aber es ist noch nicht in den Ausschüssen im Bundestag angekommen. Und wir werden viel Zeit verlieren, bis die neue Regierung steht.
und wir dann uns um den Schutz unserer kritischen Infrastrukturen kümmern. Beispiel Stadtwerke. Stadtwerke ab 200 oder 500.000 Einwohner sollen zur kritischen Infrastruktur zählen, Strom, Wasser, Gas. Aber in den ländlichen Räumen haben Stadtwerke 70.000, 80.000. Und wenn wir die nicht berücksichtigen, dann sind das natürlich Einfallstore für Cyberangriffe oder auch für ganz praktische Zerstörungen vor Ort. Das Kretis-Dachgesetz haben Sie jetzt gerade eben schon angesprochen. Aber warum stimmen Sie dem jetzt nicht einfach zu? Das könnte man jetzt ja noch machen. Die Regierung hat es ja nicht eingebracht. Es ist nicht in den Ausschüssen und wird dort auch nicht beraten. Und wir wollen, dass erst die Vertrauensfrage gestellt wird. Das hat auch Friedrich Merz deutlich gemacht. Die wird leider erst am 18. Dezember gestellt. Der Kanzler verschleppt das. Und am 18. Dezember und danach müssen wir uns zusammensetzen, wenn dann das Vertrauen nicht mehr da ist. Aber könnte man ein solches Gesetz nicht vorziehen? Das muss die Bundesregierung entscheiden. Sie hat es ja nicht. Sie macht es auch nicht. Und der Fehler liegt da eindeutig bei der Bundesregierung. Aber der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz, der gibt der Union die Schuld. Ne? Der sagt jetzt, dass die Union trotz krassester Bedrohungslage und zahlreicher Anschläge auf unsere kritischen Infrastrukturen aus parteitaktischen Überlegungen eine Fundamentalopposition einnimmt, ist schlicht unverantwortlich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu weiteren Attacken kommt. Dieses Zitat ist von gestern. Da scheint ja irgendwas jetzt nicht übereinzustimmen mit dem, was Sie sagen. Ja, ich will mich gar nicht auf diese Plänkeleien einlassen. Die Grünen kämpfen ums Überleben, ob sie über die 10%-Hürde kommen oder nicht, in Anführungsstrichen. Ich will ganz deutlich machen, es lohnt nicht, jetzt hier zu schauen. Die Grünen könnten es beschleunigen, indem sie aus der Regierung austreten und wir dann gemeinsam versuchen, das Notwendige zu machen und die Vertrauensfrage früher gestellt wird. Das ist nicht der Fall. Und wir wollen nicht einer nicht mehr handlungsfähigen Regierung jetzt helfen, sondern wir wollen, dass der Kanzler die Vertrauensfrage so rasch wie möglich stellt, damit wir mit den verbliebenen Möglichkeiten für Mehrheiten sorgen. Aber wir helfen jetzt nicht einer gescheiterten Regierung. Das hätte die Regierung früher machen müssen. 3 Jahre ist das verzögert worden. Und dann soll das jetzt durchgedrückt werden, kurz vor Weihnachten. Das ist ein Versäumnis, das sich die Regierung selber zuschreiben muss. Aber haben wir denn wirklich so viel Zeit? Ich meine, gewählt wird am 23. Februar. Dann müssen wir Sondierungsgespräche, Koalitionsgespräche mit einplanen. Also wenn wir Glück haben, steht dann vielleicht Anfang April die nächste Regierung, wer immer das sein mag. Bis dann wieder ein Gesetz in Gang kommt, dann sind wir im Sommer. Der Gesetzentwurf steht ja und das ist kein schlechter. Wir müssen nur schauen, dass die ländlichen Räume besser berücksichtigt werden und dass der Schutz kritischer Infrastruktur nicht allein auf Private überlastet wird, sondern wir müssen schauen, dass wir sowas wie eine zivile Reserve bekommen über das Technische Hilfswerk, über das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Sie sehen, ich stehe da im Stoff und das ist alles nicht geklärt. Das heißt, es gibt Nachsteuerungsbedarf. Das geht also auch nicht über Nacht. Und da wären wir auch den Grünen sehr dankbar, wenn sie da konstruktiv mithelfen, dass wir nach dem 18. Dezember dies tun. Wir Abgeordnete stellen uns darauf ein, im Januar weiter in Sitzungswochen zu sein, auch um mitzuhelfen, dass wir notwendige Gesetzesvorhaben noch durchbringen. Und das Kretis-Dachgesetz steht in erster Priorität. Sagt der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Vielen Dank für die Einordnung. Danke, Herr Sieben.